So, komm zurück. Mal noch einen drauf laden. Könnt ihr auch mal eine Mini legen oder so? Um die anzulocken. Dass der Typ da auf einmal hinter mir steht, da komme ich nicht klar drüber. Ist nichts. Better safe. Then sorry. Liga. Oh, jetzt haben wir schon. Okay. Ich habe keine Angst, ich agiere nur im Schleichmodus. Kann hier ja überall durchrushen. Was ja. Das ist Schnauze bitte. Das ist ja schon fast langweilig. Wie weit hoch können wir denn hier? Guido, weiß einfach nur, was du da steht. Adapt, okay. Strap. Sides hat zwei. Also könnte das. Ups. Sides hat zwei Treffer. Also könnte es. Ne, halt Sides. Heights. Lens sinks. Sides sinks. Smoke. Oder we're safer. Also man merkt, dass ich das nicht logisch mache, sondern einfach nach dem Try and Error. Und Seed. Enemy, tough, swamp. Aber meistens ist das, also meistens mache ich es ja noch im logischen Blow zum Beispiel. Dann kannst du, okay, hat er einen Treffer, könnte jetzt sonst was an. Du musst einfach die Wörter vergleichen. Und wo, welcher Buchstabe kommt in welchem Wort einmal vor? Das kann zum Beispiel nicht sein. Das könnte es zum Beispiel sein. Weil Alien hat ein L. Also ist das zum Beispiel, weißt du zum Beispiel, okay, das L ist es nicht. Also kann es theoretisch noch alles möglich sein. Können wir auch zum Beispiel Nose. Und ich sehe mich gleich, wenn es weitergeht. Witch. Zwei Treffer. Also es ist das. Das wär's. Nichts. Zumindest sieht es verdammt nochmal danach aus. Ich werd verrückt, ich
Ich schwör's. Komm raus! Mach ich's kurz und schmerzlos. Glaub mir. Scheiße, was war das? Geben Sie sich zu erkennen, Eindringling. Alter. Ganz langsam paranoid. Da ist nichts. Shit. Also bei Kronk hat das definitiv besser funktioniert. Da hat er alles fertig gemacht. Bei uns funktioniert es natürlich nicht. Aber er hat nicht mal einen einzigen erwischt. Ich werde dich finden! Er geht mir übrigens hart auf den Sack, der Typ hier unten. Gerne. Oh, alte Maschinenpistole. Ich muss eine Gehirnerschütterung haben. Ich wahrscheinlich, darum wird es liegen. Und komm hier. Kovega-Lauerschlüssel, wo kommt denn her? Wo ich den Kovega-Lauerschlüssel her? Das kriegt gar nicht. Halt, zweit, so. Das wär's. Jawohl. Traum schon wieder zu viel. Könnte ich kotzen. Hier Impro-Gewehr lege ich auch mal ab. Weil die Dinger sind so nicht wert. Bringen beim Zerlegen kaum was. Und ja. Crystal's Terminal. Jetzt wäre hier wahrscheinlich Karawane. Haben heute eine weitere Karawane überfallen. Tja, das ist schon die dritte in einem Monat. Und Freddy hat uns zusätzlich die gute Nachricht überbracht, dass noch hier von unseren Richtungen unterwegs sind. Jetzt habe ich ein paar Wachen gesehen, aber ansonsten haben sich zumindest dass sogar eine Braut dabei, die wie hier was sagen aussieht und einen Schatz kriegst mit einem Cowboy. Ich werde Jared dazu zusätzlich Männer für den Überfall bitten. Diese verdammten Hut gehört mir. Datenbanknetzwerk offline, okay. Impro-Automatikpistole plus. Was ist das denn? Okay, da geht's scheinbar raus, da steht Exit. Commonwealth, ne, raus wollen wir nicht. Ne?
das nicht euer erstes Gefahrgefecht ist, dann müsst ihr ja eigentlich wissen, dass man dann den Kopf reinnimmt. Oh, nice, wo ist man hier? Hier gibt es auf jeden Fall eine Menge Teile für Autos. Deswegen geht es jetzt nicht wirklich weiter. Schränken ist auch nichts. Hier ist Treibstoff am Boden. Hier mit der Verschlüsse. Übrigens. Über Benzin auf dem Boden. What the? Huh! Krasse Scheiße, das war so ein Leck mich am Sack. Da war das so ein Fusionsmotor und der ist einfach mal so explodiert ohne Warnung. Ich habe mich gewundert, hey, was ist denn jetzt daneben, die explodiert? Ich dachte mir gerade so, wenn das jetzt so ein. Na toll. Ich dachte mir gerade nur so, wenn das jetzt so ein. Ah, shit. Wenn das jetzt so ein. Dings ist, so ein Fusionsreaktor wie an den Autos ist, so ein Motor. Und der explodiert jetzt neben dir, dann hast du richtig gelitten. Und in dem Moment geht die Kiste hoch. Naja, gut. Sollte halt nicht sein, ne? Müssen wir auf jeden Fall was Phase ist. Ich glaube, ich muss es einfach tun. Beatdown Brauerei. Ernst? Weißt du doch, bist du nie das. Komm schon her, du Fixer! Nee. Keine Granate. Ist eine Mine. So, jetzt habe ich den mal für mich genutzt hier. Kleines Mistding. Das muss man natürlich wissen, dass das ein Motor ist. Wenn man dann nur dran denkt, dass das einer sein könnte und dann da stehen bleibt, dann ist das natürlich. Das wär's. Naja. Ist das eher unglücklich gewesen. Okay, das wollte ich nicht. Wollte ich auch nicht. Ich meine, wenn da so eine kleine Fusionszelle in die explodiert, dann machst du ja nichts. Was willst du da auch machen? Zumindest wissen wir ja, dass da nicht groß was war. Hier geht's runter. Unten sind auch überall Alarmdinger. Okay. Ich habe wieder eine Mine geworfen, weil ich immer hoffe, dass man wer da reinrennt, aber irgendwie. Nichts. Nee?
Den habe ich vor allem auch. Ach, scheiße. Den habe ich vor allem auch viel zu spät gesehen, den Typen. Hier ist irgendwie so eine Impro-Pistole. Ich würde direkt mal wegschmeißen. Alles, was so Impro-Ilumbe ist. Bringt das nicht wirklich was? Caution. Da steht Achtung. Also ich mach mal meine Granate rein. Hui. Was? Oh. Übrigens hier, die sind auch sehr nice. Okay, das sollte nicht so sein. Ach, Alter. Na. So. Hier ist übrigens noch der Motor. Ich sehe. Wollen wir erst nicht dann eh nochmal drauf schießen, was? War der Test, ob der auch hoch geht. So, jetzt haben wir die alle kalt gemacht. Jetzt können wir ja theoretisch da hochgehen. Und dann lass mal ein paar Köpfe rollen. Das ist eigentlich mal irgendwie aufgefallen, wie lange der braucht, bis er die Waffe gibt. Wie bist du eigentlich in den Aufzug? Auch hochkommen hören, oder? Jetzt ist aber hier der unter mir, der Typ weg, den mich die ganze Zeit mitbekommen hat. Kann ich sehen. Tut die Räder in Konvejer fertig sein lassen. Nice. Nö. Wenn ich wüsste, wo die ist. Da, okay. Räder Scum. Hier hin, schön im Schatten. Dürfte sie mich nicht sehen. Die hält sich aber nur. Ist auch kein Scheinwerfer, das heißt, sie sieht mich hier auch nicht. Really nice. Really, really nice. Hier komme ich nicht durch. Hier bin ich natürlich extrem gut zu sehen, weil hier so hell ist. Das kann ich halt nicht ändern. Ein Corvega Gura ist das. Das ist übrigens auch ein Turm. Könnte ich jetzt auch von hier mal ausknipsen, bevor ich weitergehe. Die Patronenhülse war lauter wieder Schuss. Klar, ein explodierender Shitstorm ist nur ein Geräusch. Schade, dass es nicht so C4 oder sowas gibt. Oh! Der muss durch die Explosion hier gestorben sein. Der sieht nicht mehr so gesund aus. Sie sind natürlich wahrscheinlich da drin, ne? Das heißt, ich kann sie da auch nicht
Das ist ein Safe. Das Schloss krieg ich nicht auf. Machen wir noch nicht, ne. Also wenn sie jetzt... Ihr könnt jetzt von unten wegsnatzen. Aber ich weiß nicht, ob sie, wo sie jetzt ist. Ist sie jetzt da drin oder wo ist sie? Könnte ich versuchen, eine Granate hochzuwerfen? Auf jeden Fall hört sie mich nicht. Jetzt hat sie mich... Du hast mich gehört und nicht gesehen. Also theoretisch wäre die Mission hier abgeschlossen, aber ich will die auch noch mitnehmen und würde ihn da oben noch looten. Müsste die ja hier wieder vorkommen auf ihrem Posten. Mann, das ist ein Scheiß mit dem. Wieso bekommen wir hier Radiation? Von wem vor allem? Grognak! Ja. Kritschwaffen, Waffen sind und Nahkampfwaffen sind da auf 5% mehr Schaden. Jared's Terminal. Huch. Sie ist hier. Hm. Ach, jetzt kommen ja nochmal welche. Stimmt ja, die sind ja jetzt. Ich komme jetzt hier rein, um zu schauen. Glaube ich nicht. Ist hier irgendwo und ist das der Safe, der unten steht? Wahrscheinlich. Komme ich aus Selbstschlüsse, geil. Du trägst so viel und kannst nicht rennen, die Schnauze. Ja, nimm den Bleistift oder ja, was weiß ich. Nimm das Schachbrett. Sind wir jetzt hier fertig? Wo geht's raus? Puh, pardon. Pistolen sind für gewöhnlich klein und fordern Einheit zum Abfeuern dazu 10 unter anderem 10 mm und 44 Pistolen Aim Blaster und Gamma-Kanonen. Ja, Gamma-Kanonen sind eigentlich interessant. Die verschießen übrigens, ja, sagen wir mal, Strahlungsladung. Ich glaube, so kann man das am besten definieren. Strahlungsladung müsste so passen. Jeder Begleiter hat seine eigenen Vorlieben und Abneigungen. Sie reagieren auf bestimmte Aktionen mit Respekt oder Enttäuschung. Zum Beispiel die Piper, die lernen wir später noch kennen, findet das immer mega geil, wenn ich irgendwelche Schlösser knacke.
Gib ihm das eine. Ladebildschirm. 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 Fertig. Ach, hier war eine Tür, die ich gar nicht sehen. Also bin ich auch nicht bis hier hintergegangen. Ich glaube, ich bin... okay. Oben war ich aber gar nicht drin. Halt. Ich wollte da hingucken. Hier geht das Lexikon. Hundenapf. Huch, hier geht fest. Emaillen-Armer. Kann ich die mitnehmen, ohne dass ich verladen bin? Schau mal, schau. Wiegen die Camps nichts? Ich dachte, die Camps wiegen was. Baumwollgarn. Scheinbar wiegen die Camps gar nichts. Hab ich das halt falsch gedacht? Na gut. Ach, hier liegen ja noch Leute. Stimmt ja, die haben wir ja kund erledigt von unten. Hier oben. Hier drüben müsste noch irgendwo einer liegen. Wie wir mit dem coolen Granatenwurf ausgeschalten haben hier. Wenn ich mich nicht täusche, dann wir müssen mal da hochgucken. Ich glaube, da war noch ein Heft von irgendeiner. Ich weiß zwar nicht mehr, was für ein. Ich glaube, da ist ein Ödland-Überlebensführer oder so. Ah! Ödland-Überlebensführer bin ich für Sie heute. Hey! In Bewegung bleiben, dann treffen sie dich nicht. Vielleicht schützen. Wo denn eigentlich? Ich sehe überhaupt keinen. Hier ruft er. Mit Granaten. Ach, guck hier die. Apertur. Besuchsgranaten dauert auf 10% länger. Ich will nur wissen, wo der Typ da ist. Siehst du, ich wusste, irgendwas war hier oben. Das habe ich mir gemerkt, aber ich wusste nicht mehr was. Ah, dass hier alles so viel wiegen muss. Unfassbar. Ich hab den echt nicht gesehen. Da drüben waren wir ja schon. Übrigens auch wie so eine Tesla-Spule ausgemacht worden. Das Ding da drüben. Oh krass, ist was. Ist das Diamond City? Ja. Ich glaube ja. Nice.